Ja, hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Und ja, die Black ist wieder da. Darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen, aber ich werde trotzdem drüber reden. Es ist wieder ein Stream-Highlight, also die Runde, das Gameplay wird Stream sein, also ich werde wieder mein wunderschönes Gesicht sehen. Aber kommen wir erstmal zu Black. Ja, da fährt sie auch gerade wunderbar rein. Ja, erst einmal, ich kann einmal kurz quatschen, was diesen Zerstörer überhaupt so besonders macht. Auch ein Stufe 9 Zerstörer wieder. Was heißt wieder? Also genauso wie die Musashi auch ein Stufe 9 Schiff. Und extrem stark. Ein extrem starkes Schiff. Das Ding hat halt schlichtweg einen Radar. Und als Verbrauchsmaterial. Und ansonsten ist es halt ein guter Fletcher-Zerstörer. Was soll man dazu noch sagen? Gute Geschütze, sehr coole Torpedos. Sogar ein bisschen besser als die von der Fletcher, sehe ich gerade. Aber sau langsam. Ui, der Treibtorps. Sehr gut, okay. Aber egal. Das Ding ist halt, das Ding hat einen Radar. Ist natürlich ein absolutes Monstrum als Zerstörer. Also gut, dafür habt ihr zwar keinen Motorboost, aber halt trotzdem einen Radar. Ja. Und das ist halt extrem geil. Deswegen ein sehr, sehr gutes Schiff auf jeden Fall. Und ja, man muss das hier wohl über diese Pakete hier machen. Dadurch erhaltet ihr Marken. Ich vermute mal, das werden Kampfaufträge sein. Ich gucke mir die mal gleich an. Ah, hier kann man sich auch Pazifikmarken kaufen. Und man kann sich zweimal 5000 Pazifikmarken kaufen. Das wären 10.000. Ja, müsst ihr euch ein bisschen rumrechnen, wie weit man hier kommt. Ihr dürft aber nicht vergessen, ihr müsst das Schiff an sich dann auch noch kaufen. Und ja, ansonsten gibt es hier noch ein paar Signale, Kapitäne und so weiter. Ich will jetzt aber ganz kurz wissen, wie ich die Marken kriege. Also, gegen verschiedene. Ja. Übrigens gibt es zum 24. das Event. Ja, gut, indem man Kampfaufträge abschließt. So ist es also. Gut. Ja, gehen wir mal zum Eventfeldzug. Ganz wichtiger Punkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Nach dem Ende des Events Rückkehr des Zerstörers Black wird das Schiff im Bereich Schiffe im Tausch gegen Kohle erhältlich sein. Also, dann rate ich euch. Lasst es. Übrigens, hier sind die Kampfaufträge. Natürlich könnt ihr es auch darüber machen von mir aus. Kampagne starten. Ja. Habt ihr hier wahrscheinlich so verschiedene Missionen. Ja, ich bin Trottel. Man sollte vielleicht auch auf 1 drücken. Das wäre, glaube ich, ganz gut, hier mal einfach raufzudrücken. Dann kriegt man auch die Aufträge. Wunderschön. Ein Geschenk nehme ich doch sehr gerne an. Und ja, dann habt ihr hier jetzt, glaube ich, die Aufträge. Ah, genau. Hier müsste ja der erste stehen. Ja, genau, hier habt ihr es ja. Spielt mit Schiffen des Commonwealth oder Japans und verdient euch die Bände aufgeklärt oder Ausfälle. Genau, bla 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 bla. Gut, okay, so funktioniert das also. Ein bisschen gebraucht, ich weiß, ich bin lost. Aber ja, egal. Also, Black kommt wieder, allerdings laut dieser Nachricht da unten, auch für Kohle in der Waffenkammer. Aber jetzt genießt erst mal die Runde aus dem Stream, war eine sehr geile Ruprecht-Runde. Und ja, ich hoffe mal, dass wir uns. Ja, was hoffe ich? Das ist doch nicht die Abmod. Bis dann, viel Spaß. Was haben wir denn so? Wir haben die Izumo gegen Missouri und Aizash. Zwei Atlantikus. Ja, Zerstörer sind auch ausgeglichen eigentlich eher gegen der Vorteil auf jeden Fall. Ja, war eine schöne Runde mit dem Musashi. Danke. Danke, danke. Also im Video. Auf jeden Fall. Das ist richtig. Oh Gott. Schauen wir mal. Naja, vorhin gab es ja wieder einen super Container, aber ich fände es immer noch besser, wenn sie da mal die Drop-Chance ein bisschen höher machen von den Schiffen. Ich glaube, das würde dem Ganzen ein bisschen ein gut tun. Komm, komm, komm.
Na? Na, leider nur ein Overpen, 1150. War schon wieder spotted. Was sind denn für Zerstörer? Geht dann auch kein. Ich vermute mal einen kleinen Torpedoangriff auf mich. Oh, das hier war. Oh, die kommen gut. Ja, doch, die kamen gut. 8000 ist auf jeden Fall ordentlich. Zufriedenstellend. Kann wieder Mystery Schüsse ein bisschen ausweichen an der Stelle. Die AP will ich nicht fressen. Tue ich auch nicht. Sehr nice. Ja, also hättest du ja über die Aktion bekommen können. Allerdings hättest du weit über 100 Euro ausgeben müssen. Ansonsten momentan nur aus dem Supercontainer. Anders geht's gerade nicht. Halt Supercontainer, einfach nur gerade. Vielleicht kommt es irgendwann nochmal wieder in die Auktion, aber es würde mich wundern, weil sie war ja jetzt gerade da. Und ja, genau. So kriegst du sie. Na, Secondary, willst du wieder mal anfangen zu schießen? Beziehungsweise Hauptbatterie, kann ich auch drauf schießen, fällt mir gerade mal auf. Eben, ist mir zu teuer. Ja, dann Supercontainer. Anders ist das nicht möglich. Ja, gleich. Ich will jetzt erstmal die Hipper rausschießen. Mit der Secondary. Nice. Torpedos, dead ahead. An enemy cruiser. Off to a great start. Die Flagge, die in der Auktion drin war, meinst du? Oder was meinst du? Ganz cool, aber hab's mir halt nicht geholt. Komm, 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 komm. Scheiße. The ship is on fire. Hey. Mystery ist sehr nah dran. Orkan ist wieder rumgefahren. Scheiße. Hallo, Orkan? Warum? Was zum. Wenn die Mystery jetzt mal gleich wieder aufgehen würde, könnte ich die nämlich auch mal torpen. Versuchen zu torpen, wohlgemerkt. Ja, komm, ich torpe jetzt einfach lang. Ja, auch egal. Ich höre doch gerade beim besten Willen nicht, warum die Orkan so dumm ist und die ganze Zeit schießt. Ah, komm, der hat wenigstens einen Schuss treffen können. Ja gut, Orkan ist aus der Range raus. Leider. Sie dreht da sowas von in die Torps rein. Hoffen wir mal, dass da wenigstens einer trifft. Das wäre ganz cool. Ja, doch, sieht gut aus, sieht gut aus. Vielleicht sogar zwei. Vielleicht sogar zwei mit sehr viel Glück. Na, ah, die sind jetzt blöd. Jetzt werden sie bloß da sehr langsam, die Torps. Scheiße. Ah, doch zwei. Komm, 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 komm. Nein, nur. Doch zwei. Nice. Jawohl, ey. Zwei Top-Treffer in der Mystery. Wäre sehr angenehm. Geht das wieder offen? Man kann es aber auch nicht lassen, ey. Ich warte jetzt gerade mal noch eben mit den. Mit der Hydro.
Orkern kannst du halt auch wirklich nicht lassen. Na, fährt der Mysterio? Ich glaube, ganz langsam fährt er an. Kita ist auch fast tot, ist auch sehr, sehr geil. Top-Treffer des Tages. Ja, momentan schon. War ein guter Treffer. Jetzt werde ich hier dran. Jetzt hab ich's geahnt. Schade, schade, schade. Jetzt fährt er wieder vorwärts. Mysterio kann sich auch nicht ganz entscheiden, ey. Entweder bin ich Radat oder Hydrot. Aber Hydrot glaube ich nicht, weil ich die andere nicht spotte. Ich glaube. Aber die Mysterio hat ja doch hier Radar gerade gezündet. Oder hat die Orkan. Die hat doch kein 6 Kilometer Hydro, oder? Ich dachte, never ever hat die eine 6 Kilometer Hydro. Also komm schon, Mädel, das habe ich doch geahnt. Beim besten Willen. Na, 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 na. Da musst du schon früher ausstehen. Wäre so ganz cool, wenn er jetzt auch sterben würde. Komm, 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 Secondary. Hinter Atom vielleicht noch? Scheiße. Schade, ey. Mist. Stimmt, die hat einen Radar. Ich bin so lost. Die hat einen Radar, natürlich. Hat die keine Hydro, sondern einen Radar. Gott, Alter. So dumm. Ja, sorry, dass ihr das mit ansehen musstet. Natürlich hat die einen Radar, ey. Ich wundere mich, warum ich offen bin. Orkan, kannst du aufhören, so dumm zu sein? Die muss für ihre Dummheit jetzt endlich mal bestraft werden. Ja, komm. Bitte, bitte stirb. Jawohl. Was ist die Tops? Jawohl, die hab ich auch. Komm, Doppelschlag, komm, Doppelschlag, komm, Doppelschlag. Ja! Nice Runde. Ja, achso. Müssen wir uns leider Caps holen, aber das ist das einzige Problem. Ich weiß nicht, wie viel Leben die Aesash und die Atlantico haben. Aesash geht vom Leben her. Oh, Atlantico hat aber halt auch nicht mehr so viel, leider. Oh, 3 Abpraller nur. Konzentriere mich jetzt auch erstmal auf die Aesash, auf jeden Fall. Die ist jetzt wichtiger als die Atlantico. Atlantico kann ich auch noch, immer noch raustorben. Nice, ich zerlege gerade immer mehr Secondary-Geschütze. Das Problem ist nur, ich stehe ziemlich Breitseite zu ihr. Das Einzige, was mich gerade echt stört. Scheiße.
The ship is on fire. Enemy battleship sunk. Problem solved, sir. Our team depends upon you. Sie brennt. Sie brennt nicht mehr. Ich muss jetzt gerade in den C-Cap rein. Moin! Junge, Junge, Ruprecht ist du bleibt doch sehr, sehr geil. Alter Schwede, was eine Runde. 500 Secondary-Treffer, das ist so dumm, Alter. Ey, endlich mal wieder ein Krake. Ja, Last Man Standing ist halt wirklich so. Ein Doppelschlag. Eieieiei, das ist eine üble Runde. Uff. Ja, Leute, das war noch ganz lustig. Sehe ich auf jeden Fall auch so. Wie gesagt, Black ist drin. Holt sie euch, wenn ihr wollt. Und ansonsten schaut unter das Video. Da ist auch Twitch verlinkt, wenn ihr solche wunderbaren Highlights nicht live verpassen wollt. Und ja, ich hoffe mal, dass wir uns dann wiedersehen. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag und tschüssi!